Hallo, willkommen. Passiert Folgendes bei dir. Das war jetzt zum Beispiel das letzte Loch eines Turniers. Ich wollte unbedingt mit zwei Putts rein. Dann hätte ich eine Chance, irgendwo in den Top 3 zu kommen. Und beim ersten Putt war ich zu vorsichtig und hatte diese schwierige 90 cm bis 1 Meter Entfernung zum Loch. Außerdem gab es ein bisschen Break von links nach rechts. Und ja, das habe ich einkalkuliert, etwas links gezielt. Aber trotzdem habe ich den Ball rechts vorbeigeschoben. Okay, so. Das ist mir auch öfters passiert. Und ich sehe es bei meinen Schülern, vor allem unter Druck. Und ja, die Frage ist, was genau passiert da verkehrt? Ich erkläre immer meinen Schülern und auch auf YouTube, dass das Blatt das A und O ist. Ich richte mich jetzt auf die linke Kante. Und wenn ich das irgendwie schaffe, dass das Blatt im Treffmoment gerade ist, dann wird der Ball ins Loch rollen. Das ist wirklich der Fall. Dann kann die Schwungrichtung ruhig ein bisschen falsch sein. Solange das Blatt zum Ziel zeigt, also das war es auf die linke Kante, der geht rein. Und das ist einfach, wenn man nicht unter Druck steht. Aber unter Druck solltest du auf eine Sache achten. Bevor ich das dir sage, gucken wir jetzt diese Position an. Ich habe den Puttegriff. Der Putte ist genau vor mir. Die Schlagfläche ist gerade. Ich mache jetzt den Rücksprung. Jetzt guck mal bitte, wo meine Hände sind. Die sind vor meinem Bauch, vor meiner Brust und der Schlägerkopf auch. Jetzt komme ich zurück zum Ball und sind die Hände, Schlägerkopf, Brustmitte sind eine Linie. Und dann beim Durchschwingen sollte das auch der Fall sein. Schlägerkopf, Hände, Brust. Wenn ich einen ganz normalen Pendelschlag mache, wenn ich meine Schulter bewege, dann sollte diese Linie bleiben. So, was dann unter Druck passiert, wir werden fester und wir werden fester im wichtigen Moment oder genau in dem falschen Moment, im Treffmoment. Und was ich sehe und was ich bei mir auch gemerkt habe, ist, dass das passiert. Man schiebt dann die Hände nach vorne und der Schläger bleibt da. Anders gesagt, es gab kein Release. Auch beim Putten gibt es ein Release. So, nächstes Mal bewusst gucken, dass der Schlägerkopf vor der Brust bleibt beim Durchschwingen, dass du nicht schiebst. Und denk daran, vielleicht wenn du so einen schlechten Putt-Tag hast, sag dir einfach, ich bin zu fest in den Händen. Ich muss den Putter ein bisschen laufen lassen. Und wenn du denken möchtest, ja, lass mal den Putter ein bisschen releasen. Das kann kein Mensch sehen. Aber die Hände sollten beim Putten nicht ganz steif sein. Steif macht sowas. Wenn ich den Schläger ganz locker halte, dann gibt es einen ganz leichten Einsatz der Handgelenke. Okay, so ich werde jetzt daran denken, den Putter laufen zu lassen. Und lass uns mal sehen, ob ich lochen kann.